Hallöchen, Freunde. So, wenn Alex noch ihre 1000 Reps macht, gehen wir mal das Workout von morgen durch. Und zwar wollen wir wieder ein bisschen was für die Pistols machen und dann haben wir ein feines Metcon, nämlich dieses Support Your Local Box Fundraiser Workout. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, meldet euch da gerne für an. Ihr müsst, es ist kostenlos, ihr müsst nichts zahlen. Ihr könnt spenden, die kommen dann bei uns an. Und wenn nicht, ist auch okay. Ich würde mich freuen, möglichst viele von euch auf dem Leaderboard zu sehen nachher. Ich glaube, das ist eine lustige Sache. Das Workout ist auch ganz cool, eigentlich. Gehen wir aber gleich durch. Ja, und dann am Ende machen wir ein bisschen was für den Rumpf und dann ist Sense. Gut. Warm-up als allererstes. 8x20-10, unser Standard Template. Split Jumping Jacks und Burpees im Wechsel und dann Superman Hold und Tuck-Ups. Ja. Ja, so sieht es aus. Split Jumping Jacks, wie normale Jumping Jacks, nur dass wir immer vor und zurück springen. Ja. Wenn ihr dann eine Alternative machen wollt und das für euch relativ einfach geht, dann könnt ihr zwischendurch auch mal wechseln, dass ihr nicht bei jedem Sprung Arme hochreißt, sondern immer den Zwischensprung macht. Ja? Also zack, zack, in der Mitte nochmal zusammen. Versus. Einfach nur eine Alternative. Ja? Im Wechsel mit Burpees, die brauche ich glaube ich nicht zeigen. Dann im zweiten Part ein Superman Hold, also Superman Position, ne, Füße hoch, Füße zusammen, Brust so weit weg wie möglich vom Boden, Armchen strecken und halten und Tuck-Ups, bist du durch? Okay. Tuck-Ups auf den Hintern setzen, Füße hoch, ne, lang machen in Hollow Position und dann anhocken. Ja? Gut. So, dann der Pistol Part. Wir wollen uns diese Woche, letzte Woche haben wir uns ja so ein bisschen die Kraft im Standbein angeguckt, ne, dass ihr euch auch vernünftig rausdrücken könnt von da unten. Diese Woche wollen wir uns die Kraft in dem Bein angucken, die das frei hängt sozusagen. Was ist frei hängt? Es soll natürlich nicht hängen, sondern genau das Gegenteil, es soll aktiv gehalten werden. Ja? Schauen wir uns ein paar Übungen für an, sodass ihr hier nach der Woche erstens gemerkt habt, okay, das fällt mir schwer, sollte ich vielleicht mehr machen. Und zweitens, dass ihr so eine Toolbox habt an Geschichten, die ihr machen könnt, um dann, ne, individuell weiter dran arbeiten zu können. Gut. So, wir machen als erstes viermal 20 Sekunden Arbeit, 10 Sekunden Pause. Und zwar als allererstes, warte so, Alternating Seated Leg Extension. Dazu, ich setze mich gleich auf die Couch, ihr könnt euch irgendwie einen Stuhl oder was nehmen, wo auch immer ihr sitzt. Idealerweise hängen die Beine frei, aber so geht es auch. Setzt euch einfach drauf und jetzt immer ein Bein strecken, anderes Bein strecken im Wechsel. Ja? Idealerweise kriegt es wirklich. Ne, komplett gestreckt und müsst nicht hier irgendwo aufhören, wieder runter. Und ihr könnt mal versuchen, das Knie so weit wie möglich hier oben zu halten. Ja, also nicht hängen zu lassen unten, ne, sondern dass es aktiv hochzieht und da dann das Bein streckt. Ja? 4 Runden, 20 Sekunden Arbeit, 10 Sekunden Pause. Dann Pike Tucks oder Pike Tuck-Ups. Dazu wieder, wie vorhin im Warm-up, auf den Hintern setzen. Jetzt platziert ihr die Hände, wenn es schwerer sein soll, weiter vorne. Wenn es nicht so schwer sein soll, irgendwo hier weiter hinten. Zumindest irgendwie Kniehöhe sollte schon gehen. Füße anheben, anwinkeln. Strecken, anwinkeln. Ja, versucht mit den Füßen so hoch wie möglich zu zielen. Ja? Schön ist, wenn ihr die Füße lang macht und zusammenlasst. Aber kein Muss, ja?
Wieder 4x 20 Sekunden Arbeit, 10 Sekunden Pause. Dann haben wir Pike Compressions und zwar einbeinige. Dazu setzt ihr euch auf den Hintern und jetzt Hände zwischen, eine Hand zwischen den Beinen, die andere, ja, vielleicht auch lieber so. Ja, also eine Hand zwischen den Beinen, die andere daneben, sodass ihr ne, die eine Hand auf jeder Seite vom Bein habt. Ihr wisst, was ich meine. So, ja. Gut. Und von hier hebt ihr das Bein jetzt möglichst gestreckt einfach nur ab. Versucht es kontrolliert zu machen, immer kurz halten und dann wieder absenken. Ja. Da würde ich einfach jede Runde das Bein wechseln. Also 20 Sekunden rechts, 20 Sekunden links und so weiter. Mal mit 10 Sekunden Pause zwischen, bis wir jedes Bein zweimal haben. Gut, und dann am Ende Pike Compressions, also beide Beine gleichzeitig. Wieder desto weiter vorne ihr eure Hände habt, desto schwieriger wird es. Desto weiter nach hinten ihr hier wandert, desto leichter wird es. Ja? Wählt eine Variante, die für euch funktioniert. Vor allen Dingen in dem Zeitrahmen. Ja? Also wir machen jetzt hier anstatt 20 Sekunden Arbeit nur 10 Sekunden Arbeit mit 20 Sekunden Pause, weil das schon relativ advanced ist. Ja, schaut, dass ihr eine Variante wählt, die für euch funktioniert. Ja? Gut, also Hände ablegen, Füße vom Boden wegbekommen. Versucht die ganze Zeit die Beine gestreckt zu lassen, das zu kontrollieren. Ja, was nicht passieren soll, ist, dass ihr mit dem Oberkörper nach hinten geht und die Beine irgendwie hochreißt, ja, dass ihr so schaukelt, sondern hier oben und die Hände, das soll immer alles bleiben, wie es ist, nur, also die Position soll sich nicht ändern, nur die Füße halt abheben. Wenn das nicht geht und irgendwie die Füße wollen nicht vom Boden weg, ja, ist das kein Problem, müssen sie auch nicht, der Effort zählt, ja, aber versucht halt hier richtig Spannung aufzubauen. Ihr merkt das zum einen im Rumpf und zum anderen werdet ihr das wahrscheinlich im Oberschenkel und im Hüftbeuger halt merken. Ja, was häufig passiert ist, dass ihr so einen Krampfen bekommt im Oberschenkel. Das liegt daran, dass der Psoas, so der eigentliche Hauptmuskel für die Hüftbeugung, sozusagen schon in maximaler Flexion ist. Ne? Ihr habt ja die Hüfte schon, oder in maximaler Kontraktion, weil die Hüfte schon sozusagen in Flexion ist. Und jetzt streckt ihr das Knie noch dazu und der einzige Muskel, der das macht, ist der Rectus und der ist halt auch schon kontrahiert, weil er halt mithilft bei der Hüfte und dann wird es halt krampfig. Das geht relativ schnell weg. Wenn man das ein paar Wochen regelmäßig macht, dann sollte er eigentlich bald fein sein damit. Ja? So, okay, also arbeitet euch da locker durch. Guckt, welche Übungen so für euch funktionieren, welche euch schwerfallen. Versucht immer alles schön sauber und langsam kontrolliert auszuführen, dann nicht so durchzurushen. Und dann habt ihr wieder ein paar Übungen, mit denen ihr zu Hause spielen könnt. Ja, wirklich einfache Sachen eigentlich, um den Hüftbeuger ein bisschen zu stärken und diese Position, das Bein da oben zu halten, im Pistol dann auch richtig drin zu haben. Gut, ich mache mal kurz eine Pause, sammle ich hier im Mund fusselig und dann geht's weiter.